Bambini, Bambini! Lass uns eine kleine, süße Schildkröte zeichnen. Zuerst zeichne den Kopf. Brot. Grün. Violett. Ausgezeichnet! Zeichne jetzt einen kleinen Mund, damit deine Schildkröte lächeln kann. Gute Arbeit! Jetzt zeichne ein lustiges Stück Haar. Schwarz, violett. Deine Zeichnung ist großartig geworden. Zeichne eine Muschel für deine Schildkröte, in der sie sich verstecken kann. Grün, blau. Zeichne nun eine dicke Linie um den Rand der Muschel, um sie stärker zu machen. Gut, zeichne nun verschiedenfarbige Punkte auf die Schale. Was für eine tolle Schale! Zeichne nun kleine Beine, damit deine Schildkröte herumlaufen kann. Was für eine wunderbare Schildkröte hast du da gezeichnet? Schau, deine Schildkröte kann Verstecken spielen. Lass uns eine bezaubernde Schnecke zeichnen. Zeichne zuerst ihren Körper. Ja, genau so. Jetzt zeichne den Mund der Schnecke. Schwarz. Und
und ein paar kleine Fühler. Blau. Violett. Orange. Violett. Blau. No, 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 no. Herrlich! Jetzt zeichne ein Häuschen auf den Rücken der Schnecke. Grün. Violett. Gelb. Hurra! Du hast eine wundervolle Schnecke gezeichnet. Schau, wie sich deine Schnecke spielerisch in ihrem Haus versteckt. Brot. Braun. Schwarz. Gelb. Orange. Rosa. Blau. Brot.
Lass uns eine